Ja, Herr Christian, dann herzlich willkommen zum Interview vor dem letzten Auswärtsspiel in diesem Liga-Jahr in Mainz. Das letzte Spiel gegen Kassel verloren. Klar, der Fokus liegt auf dem Pokalspiel am 25.05. Trotzdem möchte man in der Liga noch was zeigen. Ja klar, es sind noch 6 Punkte zu vergeben. Und wir wollen die Liga vernünftig zu Ende spielen. Das sind wir unseren Fans halt auch schuldig. Die Saison werden wir dadurch sicherlich nicht mehr retten können. Wie du es schon sagtest, liegt der Fokus klar aufs Pokalfinale. Und im letzten Spiel sind noch einige Spieler ausgefallen, hat ja auch noch da mit reingespielt. Gibt es denn einen beziehungsweise eine Erneuerung der Lage? Wer ist alles wieder fit? Wer kehrt vielleicht zurück? Ja, also bei uns ist der Stand aktuell schon ein Stück weit dramatisch. Staude fällt verletzt aus, Wachs ist weiterhin krank, Breitenbach verletzt. Da gibt es vielleicht ein kleines Fragezeichen vielleicht noch, dass er zurückkommt. Wanner mit einer Gehirnerschütterung aktuell raus, Joppe krank, Pfeiffer, Urbig gesperrt. Ja, das ist schon eine Menge erstmal, plus die Langzeitverletzten, die wir eh haben. Und ja, diese Krankheitsfälle, die nehmen bei uns einfach nicht ab und das nimmt kein Ende. Und da müssen wir jetzt durch. Gerade auch nochmal durch die letzten beiden Punktspiele. Aber wichtiger ist, dass die Jungs, die jetzt angeschlagen sind, die krank sind, dass wir die so weit hinkriegen, dass die dann halt im Pokalfinale wieder zur Verfügung stehen. Vielleicht auch die Chance, vor diesem letzten Auswärtsspiel noch ein bisschen auf die Liga insgesamt zurückzublicken. Der nächste Gegner hat in Mainz ja auch nur 2 Punkte weniger als wir. Es ist also alles sehr eng. Wie schätzt du dieses Jahr in dieser Liga insgesamt ein? Ich glaube, dass die Liga total verrückt ist. Wenn man sieht, dass aktuell Stuttgart mit 60 Punkten, wenn sie jetzt die letzten beiden Spiele gewinnen, dann werden sie mit 66 Punkten Meister. Das ist ein Punkteschnitt von 1,9. Das ist im Grunde, glaube ich, mit so wenig Punkten bist du noch nie aufgestiegen. Wenn man sieht, letztes Jahr ist Worms mit 29 Punkten abgestiegen und aktuell steht Waldorf mit 40 Punkten da unten. Da sieht man, wie das Verhältnis aktuell in der gesamten Liga ist und dass sich da zwischen Spitze, Mittelfeld alles eng hält. Jeder kann gegen jeden verlieren, das hat, glaube ich, diese Liga gezeigt, auch die letzten Wochen, die letzten Spiele. Deswegen ja, muss man schon sagen, dass es dieses Jahr aktuell komplett mal anders ist wie die letzten Jahre. Und ja, das zeigt halt auch diese Qualität, halt auch, die in der Liga einfach vorhanden ist. Ne? Dass auch Waldorf oder Schott Mainz auch alle Mannschaften von oben ärgern können. Ne? Und das hat diese Saison in vielen, vielen Spielen das gezeigt. Und dass du dich halt auch mit allen auseinandersetzen musst, was in dieser Liga passiert. Platzverhältnisse und. Ne? Die Gegebenheiten hier im Stadion sind immer was anderes und auch mal ein Highlight für jeden. Aber auswärts dann auf Plätzen zu spielen, die komplett anders sind, darauf muss man sich einstellen. Das gehört auch zu dieser Liga dazu und macht diese Liga halt auch so interessant im Moment. Und das ist, wie gesagt, eine sehr durchwachsende Saison zwar von uns, aber man sieht halt aber auch, wie ausgeglichen diese Liga ist. Ne? Und wir haben halt auch mit vielen Problemen in diesem Jahr zu kämpfen gehabt. Ich glaube, man muss das nicht Woche für Woche neu aufrollen. Das wird sich jetzt halt auch bis zum Ende bei uns nicht großartig ändern. Der große Fokus bleibt dabei, Pokalfinale, das zu schaffen und im nächsten Jahr dann komplett neu angreifen. Trotzdem muss man sich auch in dieser Woche nochmal auf den nächsten Gegner konzentrieren. In Mainz, wo siehst du denn die Qualitäten der Mainzer für Samstag? Ja, ich glaube, man hat es ja auch jetzt wieder am Wochenende gesehen in Homburg. Die hatten auch ein bisschen Druck noch nach unten, weil es ja auch nach unten sehr eng ist. Und eine zweite Mannschaft, man hat ja auch hier im Spiel gesehen, wir haben das über weite Strecken zwar gut in den Griff gekriegt, hinten raus dann das Spiel verloren. Die zweiten Mannschaften haben halt immer wieder diese Qualität, vielleicht auch nicht diesen Druck wie vielleicht diese Traditionsvereine. Ich glaube, dass Mainz da auch in der Liga immer wieder eine gute Rolle gespielt hat, auch jede Mannschaft ärgern kann. Und natürlich auch, wenn man auf die Tabelle guckt, haben sie sicherlich auch nochmal den Anreiz, an uns vorbeizuziehen. Und wir wollen das natürlich auch verhindern, dass wir nicht noch weiter unten reinrutschen. Ja, darum geht es, glaube ich, in diesem Spiel, sich auch vernünftig aus dieser Liga verabschieden. Und vor allen Dingen halt auch die Jungs, die dann halt zum Zuge kommen, die haben halt auch nochmal die Möglichkeit, sich zu zeigen. Für uns, für den OFC oder halt auch für andere Vereine. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und da bin ich mal gespannt,
wie wir jetzt die nächsten beiden Spiele auch angehen. Vielleicht für dich nochmal als kleiner Fun-Fact am Rande, weil wir jetzt auch das Pokalfinale schon angesprochen haben, innerhalb von einem Tag über 3000 Tickets schon verkauft worden auf OFC-Seite. Vielleicht ein Wort dazu. Also ich habe es ja schon im Halbfinale erlebt, was da los war. Das war schon überragend. Und wenn jetzt schon wieder 3000 Tickets für dieses Finale verkauft sind, weiß ich, dass noch viele, viele folgen werden. Und das ist einfach überragend, wenn man sieht, dass unsere Fans halt auch nach sowas lechzen und einfach Bock haben auf so ein Finale. Und ja, mit dem Finale verbunden, wenn man es gewinnt, hat man ja auch nochmal dann halt ein schönes Spiel, wo der Verein finanziell sich dann halt auch auf eine andere Ebene stellen kann. Du bist wieder in den Medien, du bist präsent, du bist im Fernsehen, du hast ein Live-Spiel im Pokal und das sind alles Dinge, was für die Fans natürlich auch unheimlich wichtig ist, auch für uns wichtig ist, sich weiter zu präsentieren und das wollen wir erreichen und ich weiß, was uns da erwartet und wie viele Fans uns da begleiten werden. Das wird auf jeden Fall nochmal ein Highlight zum Ende der Saison. Vielen Dank, Christian, und bis Samstag.